sagen. Moin und herzlich willkommen im HSV-Netradio, präsentiert von der Telekom. Dort schönes Direktspiel, Doppelpassspiel. Jatta mit der Flanke. Yeah! Jatta direkt auf Robert Glatzel. Und der stellt nur den Fuß rein. Ganz, ganz früher Treffer. Und wieder mal Robert Glatzel. Spielt jetzt auf Gimba in den Sechserraum. Oh, Platzfehler. So flippert die Kugel zu Reis. Glatzel jetzt in der Box. Wird leicht gestoßen, aber ja, Elfmeter verdächtig. Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Kittel 4 von 5. Bis dato verwandelt. Steht jetzt am Punkt. Läuft an und versenkt ihn. Unten links. Jawohl. 2:0. Für den HSV. Jonas Urbich war in die andere Ecke unterwegs. Da die Überzahl herstellt, so wie Ludo Reis jetzt am linken Flügel, der sich da sehr gut durchtankt, geht jetzt fast bis zur Grundlinie, spielt den Ball mit links in den Rückraum. Da ist Miro Muhr, zieht ab. Tor! 29. Minute, Miro Muheim! Jatta wieder auf und davon. Kennedy ist nicht bei ihm. Oh, Jatta. Der Plumpsack geht rum. Spielt den Ball in die Mitte. Möglichkeit, das muss ein Tor sein. Jawohl! Sonny! Sonny Kittel, Doppelpark. 4:0. Wie die Säge im Schweizer Taschenmesser. Oh, über die Seite drüber. Jatta ist vorbei. Kopf hoch in die Mitte. Glatzel. Gritsch, den haben wir schon drin gesehen. Tor war leer. Und dann jetzt Latte. Nachschuss. Zweimal. Obi, was ist denn hier los? Noch schlimmeren. Vielleicht jetzt aber auch. Geht mal was da vorne. Riesenmöglichkeit für den Jahn. Nachschuss. Tor. Nein, doch nicht. Von der Linie gekratzt. Habe ich auch schon wieder drin gesehen. Kriegt Sata was aufs Ohr. Trillert in die Pfeife. Tor. Und zeigt an, Tor für Regensburg. Ja. Der Ball war hinter der Linie. Also die Rettungsaktion von Miro Muheim kam zu spät. Der Abbrecherweg. Bilbia jetzt wieder am Strafraumrand. Gute Auftaktbewegung, steckt durch auf Glatzel. Der dreht sich Richtung Tor, steckt jetzt durch auf Anzison. Und da ist es. Nein! Aber Bilbia abseits. Ja. 81. Minute, Abstaubertor von Philipp Bilbia. Oh, das wäre so schön, aber sofort angezeigt, ja, von Stefan Zielsdorf. Und Sata pfeift, zeigt, auf den Punkt, Tor für den HSV, und das ist ihm so zu gönnen. Da und das ist ein wunderschönes hin. Bild. Ja. Die ganze Mannschaft ist bei Philipp Bilbia und gratuliert. Ficho, 5-1 Sieg, rundum gelungenes Auswärtsspiel. Wie hast du es auf dem Platz und auch erstmal von außen gesehen? Ja, ich glaube, direkt am Anfang haben wir alle gespürt, heute geht was, aber ja, von der ersten Minute waren wir da. Die ersten Torchancen direkt genutzt. Ich glaube, das hat uns die letzten Wochen gefehlt. Und ich glaube, wenn wir die Chancen vorne reinmachen und auch 2-3-0 führen, dann ist es schwer gegen uns, irgendwas noch zu holen. Und das haben wir auch von der Höhe auch verdient. Rundum ein super Spiel von uns. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gute erste Halbzeit. Wirklich, ja, die Jungs richtig, richtig gut gemacht. Ja, immer auf dem Gaspedal geblieben, wollten es noch ein Tor erzielen. Ich glaube, das hat man heute wirklich gemerkt. Wollten aber auch aktiv verteidigen, auch das hat man gemerkt. Von daher 5-1 Sieg in Regensburg, sehr, sehr gut. Kompliment an die Jungs. Ja, ich denke, die erste Halbzeit war sehr positiv. Wir waren direkt sehr effektiv und gehen auch verdient in Führung und sind dran geblieben. Haben versucht, immer Regensburg unter Druck zu setzen. Und das war, glaube ich, das Entscheidende heute, dass wir weiter aufs nächste Tor gegangen sind. Und ja, heute waren wir auch dann dementsprechend sehr effektiv in der ersten Halbzeit. Was sind die Dinge, die heute da sehr gut gelaufen sind, womit wir dann die Partie auf unsere Seite gezogen haben? Ich glaube, wir waren von Anfang an auf dem Platz. Das war natürlich das, was wir ja, uns auch vorgenommen haben, dass wir wirklich eklig sind. Wir wussten, für Regensburg geht es um richtig, richtig viel. Aber ja, wir wollten den Sieg, glaube ich, heute noch mehr. Und das hat man von Anfang an gesehen. Ja, die Jungs brennen. Wir arbeiten die ganze Woche dafür und dann wollen wir uns auch am Wochenende belohnen. Und das ist heute endlich gelungen. Ich glaube, die Zweikämpfe, die ersten und zweiten Bälle waren immer bei uns. Wir waren mutig und vor allem, was ich auch vorhin gesagt habe, die Konsequenz vorm Tor, das war heute brutal. Und klar könnten wir noch 2-3 Tore mehr machen, aber das meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, wir sind sehr zufrieden jetzt auch mit dem Ergebnis. Wie viel Schwung nimmt man jetzt mit in die letzten vier, man weiß es noch nicht genau, Saisonspiele? Oh, sehr viel. Ich glaube, jetzt auch bei Heidenheim habe ich gesehen, die haben verloren. Jetzt stehen die unter Druck. Das 5-1, dieses Ergebnis bringt viel Euphorie und ich glaube, das brauchen wir jetzt in den letzten Spielen. Ja, erstmal haben wir 5 Tore geschossen und das ist richtig, richtig geil, dass wir Schwung haben. Ich glaube, das weiß aber sowieso jeder, ja, und den wollen wir auch nächste Woche wieder erarbeiten.
einfach in der Trainingswoche wieder richtig, richtig gut arbeiten, weil das ist immer die Grundlage. Und dann, ja, jetzt freuen wir uns heute und dann geht es aber morgen auch schon wieder weiter. Ja, mit einem positiven Gefühl auf jeden Fall. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Das war das Ziel vorm Spiel und mit dem Gefühl fahren wir jetzt nach Hause und bereiten uns nächste Woche auf Kräuter Fürth vor. Besondere Freude heute auch bei dir. Erstes Tor für den HSV. Wie sieht es in dir aus, gerade auch nachdem du da ein bisschen warten musstest, bis es dann gegeben wurde? Ja, super. Man freut sich immer, wenn man ein Tor schießt. Und ja, ich bin glücklich, dass es heute geschehen ist. Jetzt dich gefühlt, als dann es kamen alle zu dir gelaufen, haben dich in die Jubeltraube genommen. Wie war das für dich? Ah, sehr schön. Ja, ich liebe die Mannschaft. Wir sind alle ein Team und das freut mich sehr, dass sie auch wegen meinem Tor mich so unterstützen und sich so freuen. Und das bedeutet mir auch sehr viel.